Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kapitalmärkte bieten eine Vielzahl an Chancen auf dieser Welt, die man suchen, finden kann und für sich nutzen kann. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge auch an Risiken. Deswegen habe ich Ihnen heute einmal aus unserem Research aktuelle Risiken mitgebracht, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Denn es ist extrem wichtig, die Risiken zu identifizieren, sie zu überwachen und letztendlich zu managen. Denn auch Risiken verändern sich natürlich permanent. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir feststellen, die Einschläge der Risiken, verschiedener Risiken kommen definitiv näher. Wenn ich zurückblicken darf, einmal oder beginnen darf mit dem Schuldenschnitt der Staatsanleihen in Griechenland. Als Griechenland insolvent wurde, da ging es eigentlich so richtig los. Anschließend kam die Insolvenz von Zypern. Hier gab es dann das erste Mal 50% Vermögensabgabe auf Kontovermögen größer 100.000. Wertpapiere waren nicht betroffen als Hinweis. Vor 2 Jahren hat dann noch Spanien still und heimlich während der Fußball-Weltmeisterschaft die Kontosteuer eingeführt. Da wird vom Kapital 0,03% des Kapitals bereits an den Staat abgeführt. Ein Ereignis, das in der Presse sehr wenig Aufsehen bekommen hat, aber für uns doch dramatische Grundzüge hat. Und seit 2017 beginnt der automatische Informationsaustausch, wo Steuerdaten, Kontensalden weltweit der Konten an die Finanzämter abgeglichen werden und die Bürger völlig transparent werden. Ein weiteres nicht unerhebliches Risiko ist die Haftung von Kontovermögen ab 2016. Auch das haben die wenigsten mitbekommen. Haften bei Bankpleiten in Europa auch die Kundengelder. Und zwar hat die Deutsche Bundesbank veröffentlicht die sogenannte Haftungskaskade, welche Kapitalbestandteile nach welcher Reihenfolge haften. Und hier wurden die nicht gesicherten Einlagen von natürlichen Personen und kleinen und mittelständischen Unternehmen vor die Einlagensicherung mit eingebaut. Auch das ein Schritt, den die Politik europaweit gegangen ist, die uns mit gewisser Sorge letztendlich bedrückt. Die Einlagensicherung kommt also zuletzt. Und es gibt weitere Risiken, die nennenswert sind. Der Internationale Währungsfonds empfiehlt zurzeit eine Vermögensabgabe auf Staatsanleihen. Hiervon sind insbesondere Lebensversicherungen und Rentenfonds betroffen. Oder die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Auch hier geht die Politik wieder einen Schritt nach vorne, um den Bargeldumlauf zu reduzieren, also die Anonymität und die Freiheit der Bürger einzuschränken. Und Ende Juni diesen Jahres kommt dann mit der neuen Geldwäscheverordnung noch die Absenkung der Bargeldgrenze, bei der noch nicht die Identifizierung erfolgt, von 15.000 auf neu 9.999. Auch hier werden also immer wieder enger geschraubt. Und dann darf ich Ihnen noch aus dem volkswirtschaftlichen Bereich die Target-2-Seiten nennen. Die beschäftigen uns ebenfalls bei der strategischen Ausrichtung unserer Portfolios. Kaufen wir Aktien, Renten oder Edelmetalle oder gar Währungen? Und hier sieht man die Entwicklung der Target-2-Seiten hier ganz deutlich nach oben zu sehen. Die Entwicklung Deutschlands. Deutschland hat mittlerweile mehr Geld an die Südstaaten ausgeliehen als noch zum Platzen der letzten Krise 2008. Also hier hat die Situation sich eher zugespitzt als eben erleichtert. Und schwerpunktmäßig hat dies 2 Länder getroffen, Spanien und eben Italien. Griechenland ist gar nicht so relevant, aber das sind 2 dermaßen große Volkswirtschaften, die sich eben bei Ländern wie Deutschland nun exorbitant verschuldet haben, ja stärker verschuldet haben als in der dramatischen Krisenjahr 2008. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt eine Vielzahl von Risiken. Das sind nur einige beispielhaft, die in eine Vermögensstrategie natürlich mit reinkören, bewertet werden müssen und auch deren Dringlichkeit und Priorität fixiert werden muss. Natürlich auch gemanagt werden muss,
Denn Vermögen einfach dem Zufall zu überlassen und auf die Zukunft nur zu hoffen, das ist in den heutigen Zeiten nach unserer Meinung fast sträflich. Aber keine Sorge, es gibt auch Chancen genügend und die Risiken sind in den Griff zu bekommen. In diesem Sinne, ich vertraue auf Werte, tun Sie es auch. Darf Ihnen eine gute Woche wünschen und ein gutes Händchen bei der Verwaltung Ihres Vermögens. Wiederschauen.